Es ist das erste Mal seit 2019, dass die Royal Family wieder vereint in Sandringham Weihnachten feiert. Zumindest mit den meisten Mitgliedern der Großfamilie. Für einen ist dieser Tag sowie der damit verbundene Weihnachtsgottesdienst jedoch ganz besonders, denn Nesthäkchen Prinz Louis ist das erste Mal mit dabei. Hand in Hand mit Mama Prinzessin Kate läuft er nach dem Gang zur Kirche an den vielen wartenden Fans vorbei. Dabei sieht der Vierjährige wirklich zuckersüß und durchaus zufrieden aus. Kein Wunder, schließlich meistert der kleine Prinz diesen Auftritt mit Bravour. Ebenso wie die gleichaltrige Lena Elizabeth, die jüngste Tochter von Sarah und Mike Tindall. Doch nicht nur in Sachen guter Stimmung hat sich die Königsfamilie abgesprochen, auch in Sachen Outfits, denn tragen Lena und Prinzessin Charlotte dunkelrote Mäntelchen, entscheiden sich Prinzessin Kate und Beatrice von York für Outfits in edlem Waldgrün. Auch bei den Herren ist Partnerlook angesagt, wie Prinz George und Papa Prinz William zeigen. Und die Mini-Royals sind es, die unsere Blicke besonders auf sich ziehen. Liebevoll gehen sie miteinander um. George sowie Mama Kate kümmern sich um den Kleinsten ganz besonders. Versprühen diese Aufnahmen Harmonie pur, überrascht allerdings ein Detail. Prinz Andrew wird ebenfalls in Sandringham gesichtet, als die Familie aus der St. Mary Magdalenenkirche kommt. Da er Anfang 2022 in dem Sexskandal um Jeffrey Epstein von Queen Elizabeth II. Alle militärischen Titel aberkannt bekommen hat, überrascht sein Auftritt in Sandringham umso mehr. Vor allem, da erst kürzlich von einem Insider bekannt wurde, dass Prinz Andrew sein Büro im Palast verlassen soll.